Also wir stellen fest in der letzten Zeit, dass der Trend der Kunden immer mehr dahin geht, dass sie an die Theke kommen, anstatt am SB einzukaufen. Die Kunden suchen die Nähe. Qualitativ ist es doch noch mal was anderes. Wir können das Fleisch speziell abhängen für unsere Kunden, zum Beispiel ein Brisk für den Smoker. Bei uns besteht ca. 50% unserer Kundschaft aus Schweizern. Auch wenn die Schweizer Zollregeln ein bisschen strenger geworden sind, kommen die trotzdem gern zu uns. Es ist so, dass die Schweizer natürlich nicht nur Raclette oder Käsefondue essen, sie kaufen auch sehr gerne Fondue Chinois, wo wir ca. in einer Saison 2000 Packungen verkaufen. Durchs Jahr durch ca. 22,5 Tonnen an Schweinefilet. Also ich glaube, dass die Reise eher dahin geht, nicht Masse, sondern Klasse einfach. Also dass man auch nicht diese überladenen Theken mag, sondern wir legen sehr hohen Wert darauf, dass es einfach wirklich sehr gute Qualität ist. Wir brauchen keinen Schnickschnack. Also wir führen am Fleisch zum Beispiel Baden-Württemberg zertifiziertes Schweinefleisch, das heißt aufgewachsen, Schlachtung, Zucht, das ist alles in Baden-Württemberg. Ich persönlich für mich, natürlich als Metzger, vegane Wurst, ich habe es probiert, aber ist nicht mein Ding. Vegetarier leben nicht länger, sie sehen nur älter aus.